Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer, zu einem weiteren Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap Part. Und wir sind weiter auf dem Weg, den Gongolberg zu besteigen. Richtig. Oh, jetzt wird's hier aber... Oh, gefährlich, 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 gefährlich. Jetzt aber. Direkt auf dem Weg zu unserem nächsten Dungeon. Und du kommst auch noch dran. Komm her. Perfekt. So, können wir hier noch was machen? Irgendwie was verschieben? Ah ja, das funktioniert. Das funktioniert. Und den auch noch zur Seite. Klappt perfekt. Okay. Bomben sind immer nice. Die kann man immer gut gebrauchen. Okay, da haben wir einen Schalter. Können wir da eine Bombe raufwerfen? Oh ne, die ist gleich runtergefallen. Ja, also irgendwas werden wir da jetzt raufwerfen müssen, glaube ich. Oder gegenschmeißen? Ah, okay, das reicht also auch schon. Ich dachte jetzt, dass wir die Bombe da vielleicht raufschmeißen müssten. Aber die Explosion hat schon ausgereicht. Das ist ja nice. So, du kriegst auch noch dein Fett weg. Wow, 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 jetzt wird's knapp. Jetzt kommen sie beide auf mich zu. Ein Glück, dass wir die Wirbelattacke gelernt haben. Roten Rubin, den nehmen wir auch noch gerne mit. So. Möglichst nicht erwischen lassen. Verdammt, zu spät. Nein! So. Schauen wir mal. Das ist wieder ein Rätsel, ein Rätsel, ein Rätsel. Oh. Ja, nochmal. Das habe ich jetzt verkackt. So. Den müssen wir als erstes runter machen. Genau. Weil sonst habe ich keine Chance, mit denen nachher hier runter zu manövrieren. Genau so nämlich. Nein, nein, nein. Zurück, zurück. So, genau. Und jetzt gleich hoch. Nein. Oh, jetzt habe ich den zu lange. Ah. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn man das damals für einen D-Pad programmiert hat und jetzt mit einem Analogstick spielt, dann kann es schon mal sein, dass... So, jetzt aber. Dass der Zeitintervall ein anderer ist. Dass man da etwas früher loslassen muss, damit dann auch der Charakter frühzeitig zum Stehen kommt. So. Das Rätsel ist schon mal gelöst, so. Entzückend. Und das nächste Rätsel wartet gleich. Natürlich. Erstmal entsorgen wir diesen Schlangenbeutel hier. So, mal gucken. Jetzt müssen wir hier irgendetwas wieder verschieben. So. Den wahrscheinlich nach unten, genau. Den zur Seite. Oh. Nimm das. Nein. Wow. Jetzt auch. Nee, ich wollte keine Bombe legen. Falsche Taste. So, wir haben ein Glücksfragment erhalten. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie viele wir davon schon haben. So, wir können jetzt hier unten weitergehen. Okay, jetzt haben wir wieder ein... eine Möglichkeit, klein zu werden. So, jetzt werden wir wahrscheinlich auch gleich durchlaufen müssen. Genau, da oben. Ja genau, durch diese kleine Gasse durch. An diesen ganzen Käfern hier vorbei. Schnell hier durch. Meltas Mine. Jo, der Name Melta, der ist ja uns auch schon mal... bekannt. Eisenerz, ich grab nach dir. Eisenerz, ich find... Was? Ich find dich hier. So.
Ja, oh, die kloppen hier nach Eisenerz. Eisenerz, ich grab ganz flott. Ja. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich eine Bombe da gelassen. Das wollte ich ja nicht. Dies ist die Mine von Melta und seinen 7 Schülern. Ja, super. Um dein Schwert reparieren zu lassen. Ja, da brauchen wir den Chef höchstpersönlich, nämlich den Melta dürfte das dann sein. So, schauen wir, kommen wir hier lang, kommen wir da durch. Wenn du hier hinausgehst, gelangst du zu einer Mine, die von Menschen geschaffen wurde. Aber ohne Erlaubnis vom Chef kann ich dich hier nicht durchlassen. Boah, das klingt doch mal vernünftig. Und das scheint hier mal der Chef zu sein. Oh ja, jetzt drücke ich schon wieder auf die A-Taste. Entschuldigung. So. So, jetzt kann ich einen Dialog starten. Grüne Kleidung, komische Mütze. Du musst Link sein. Hab's vom Ältesten im Wald gehört. Ich heiße Melta und bin hier der Chef. Es gilt, das heilige Schwert zu schmieden, um die Prinzessin von dem Fluch zu befreien, nicht wahr? Das Schwert der Minish kann die Kraft der Elemente aufnehmen. Gib mir das zerbrochene Schwert der Minish. Ich helfe der Prinzessin gern. Ich werde das Schwert erneuern, damit es zum heiligen Schwert werden kann. Ja, super. Das klingt doch schon mal vernünftig. Jo. Wir sollten also schon mal das Element suchen gehen. Und genau das machen wir dann auch jetzt gleich. Damit dürfen wir auch jetzt gleich zum nächsten Dungeon kommen. Das verspricht mal sehr aufregend zu werden. Gut, Link. Die schaffen das auch ohne uns. Wir suchen inzwischen nach dem Element. Was? Du willst zur Mine? Na gut. Wenn du die Erlaubnis hast, ja, dann bitteschön. Aber pass auf dich auf. Ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal Richtung Mine. Hier sind wir wieder am Gongolberg. Und da können wir uns jetzt wieder vergrößern. Sehr nice. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nun auch dich tragen. Da haben wir wieder dieses Mal. Oh, schon wieder so ein Mal. Ich erschrecke mich jedes Mal wieder, wenn so eine Tafel explodiert. Ha, nicht nur du. So, und da sind wir auch. Höhle der Flamme. Oh, hier drin ist es noch heißer. Lass uns schnell das Element finden. Ja, und diesen höllischen Ort verlassen. Los, Kind. Zacki, zacki. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir sind in unserem zweiten Dungeon, liebe Gamer. Und auf der Suche nach dem zweiten Element. Dem Feuerelement. So wie es aussieht. Und hier haben wir wieder einige Bomben. So, ein Eingang. Da laufen noch schon die ersten Viecher rum. Kriegen wir die okay, gegen den Stachelpanzer nützt das Schwert nichts. Du musst ihn umdrehen, okay. Ja, wie kann ich ihn umdrehen? Kann ich die irgendwie ansaugen? Ne, kann ich auch nicht. So, dann glaube ich nur mit der Bombe, oder? Werde ich wahrscheinlich irgendwo eine Bombe legen müssen. Oh, jetzt jage ich mich hier noch selbst in die Luft. So, kommt. Das ist auch wieder so ein Geduldsspiel. Ja. Haha. Das hat doch schon mal geklappt. Yes. Perfekt. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Energie. So, was verbirgt sich jetzt hier in dieser Truhe? Der Kompass. Wir haben den Kompass erhalten. Das ist doch schon mal nicht verkehrt. Jo,
altbekannt, drücke Start und dann können wir beim Navigieren genau sehen, wo wir uns befinden. So. Oh, ein paar Rubine. Oh. Nein, 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 lass mich los, lass mich los, lass mich los. Der zieht mir hier Rubinen ab. So, schnell weg. Dich mache ich platt. Hallo? Geht der auch mal kaputt? Oh, ein blauen lässt er dafür fallen. So. Immerhin haben wir schon mal wieder fast volle Energie. Hey, und wir haben jetzt sogar volle Energie. Ja, und ich würde mal sagen, heute machen wir mal einen etwas kürzeren Part. Ich hoffe, dass wir vielleicht schon beim nächsten Mal den Endboss besiegen können. Ich hoffe es. Am besten, ihr seid morgen wieder mit dabei. Ich mache für heute erstmal einen geschmeidigen Cut. Ich bin G6, ich bin raus für heute. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.